Freunde. Was sagt euch diese Musik? Natürlich, ihr seid wieder back zu Amerika. No Peace Beyond the Line. Ah, endlich ist Part 2 so ready. Alter, das hat ja ewig gedauert, bis ich das mal aufgenommen habe. Aber ja, das war dringend fällig und das hab ich habe schon Anmerker deswegen bekommen. Aber okay, da ist endlich Part 2. Yeah, und ihr seht schon, ich habe die Indie-Mission gespeichert. Das klingt irgendwie so ein bisschen rassistisch, aber okay. Wir müssen ja unsere erste Mission hoch. Das ist ein bisschen laut irgendwie gerade so, ne? Genau, da waren wir. Ah, schön, alles noch da, wo es vorher war. So, Freunde, ich denke mal, diesmal werde ich das alles in einer wesentlich besseren Qualität als im letzten Part hochladen. Das wäre jedenfalls sehr zu wünschen. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, da ist noch ein unverarbeitetes Zelt. Das mache ich mal schnell nebenbei hier. Und ich glaube, ich muss wieder mit den Pfeiltasten die Kamera zoomen, weil ich mag das nicht, das mit der Maus zu machen, weil in der Aufnahme geht das ein bisschen schlecht. Es wird nämlich langsam Zeit, dass wir hier mal vorwärts kommen und angreifen, Freunde. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Nahrung. Was macht ihr denn hier oben? Ihr schläft voll. Ja, so, jetzt hole ich mir mal zwei Frauen hier. Ranhofenmeter hier, jetzt wird noch... Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich noch genug Platz hin, aber ich könnte auch theoretisch... wartet mal, bleibt mal hier. Ich könnte ja theoretisch, man kann ja auch... Die bringen die Nahrung auch zum Häuptlingszelt, Freunde. Ach, ich bin ja echt gespannt, wie die Quali diesmal ist. Beim letzten Mal war es ja grottig, weil das war halt mein erster Part und ich musste noch testen und ich hätte wirklich mehr testen sollen. Ja, das lief ein bisschen suboptimal, wie man das so schön sagt. Ne? Ist ja so voll das coole Wort und so. So, die Feller hier sind alle auf dem neuesten Stand mit 175 Nahrung. Was ja in der ersten Schaufel liegt. Bam, bam, bam. Find ja eigentlich ganz lustig, wie jede Mission immer so ein bisschen mehr dazukommt. Aber irgendwie ist das, naja, so ein bisschen... Naja, auf die Dauer schon ein bisschen... Naja, ne, versteht schon. So ein bisschen Bogenschütze, das mache ich jetzt noch. Hier so mal jeden Zwehr, dann geht das schon. Weil ich brauche hier noch Leute, weil ich habe mir keinen Bock, dass mir mein Häuptling wieder abkratzt, ne? Ich meine, Speichern ist zwar so das wie ein individueller Safe State, aber naja. Das muss ja nicht sein, Freunde, ne? Eigentlich könnte ich auch noch ein viertes Ausbildungszelt machen. Habe ja noch Platz und Holz habe ich eigentlich auch hier noch. Ja, ich glaube, wenn die Quali so ist, wie ich es mir geplant habe, dann kann man jetzt auch nicht lesen, was da oben für Ressourcen stehen, Freunde. Das wäre ja mal jedenfalls sehr hilfreich. So, was, du bist ein voller Trupp, also ihr seid ein voller Trupp, ja genau, ihr seid die Eins. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen umherziehen und mal ein bisschen gucken und ihr seid die Zwei. Den Häuptling hätte ich da aber gerne nicht drin, der bleibt hinten. Ach ja, die schönen Geräusche der Indianer, wie immer, Freunde, für die wird's cool. So, und ihr seid so ein kleiner Dreier-Trupp jetzt einfach mal, ihr seid mal der hintere Schütz und er, du bist Stellung halten, ne? Der Rest von drei... Also, nein, ich will doch bloß... ach, mein Häuptling, geh mal weg. Ach, so, und ihr seid, genau, defensiv. Ihr seid defensiv und ihr seid defensiv. Na, oder okay, offensiv. Ihr könnt auch offensiv sein. So, gut, dann wäre das auch geklärt. Der greift nur an, wenn das hat. Das heißt, der bleibt stehen. Das finde ich mal ganz gut. Eigentlich freue ich mich ja wirklich gesagt mehr auf die Maxi-Mission und auch oben die Desperados, weil ich die Mucke wirklich cool finde und so. Aber ich würde sagen, jetzt wird erstmal ein bisschen gestöbert. Was gibt's denn hier so? Was mal Luki-Luki machen, Freunde, ne? So, der Dreier-Trupp, der bleibt jetzt gefälligst hinten. Nahrung ist auch noch wieder ein bisschen da. Denk mal nochmal, jeweils 10 Bogenschützen kann ich entbehren, oder, Freunde? Na klar. Also die erste Mission ist noch nicht sehr actionreich, ihr merkt's gerade. Aber ich finde das Spiel irgendwie cool. Ich habe das übelst gerne gegen Freunde damals gespielt. Auch wenn ich denn des Öfteren mal verreckt bin. Bam, bam. Ich glaube, ich habe schon mal in die Comments irgendwo im ersten Part geschrieben. Eigentlich habe ich das ja von einem alten Klassenkameraden aus der 6. Klasse damals. 6. Klasse war es? 6.? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Und da habe ich das halt damals so entdeckt, so für mich. Und ja, das ist schon Jahrzehnte her. Naja, okay, ein Jahrzehnt ist jetzt übertrieben. Au, Freunde, wollen wir was Blaues? Nein, geht weg. Haut ab. Geht weg. Ich glaube, wir sind hier falsch. Wir sind hier gerade über den falschen Pass gelaufen, Freunde, weil hier müssen wir gar nicht hin. Und ich, weil wir sollten ja vor Dritgilly im Süden weiden und das ist ja mehr oder weniger Süden, wo ich hier gerade hinlaufe. Also lauft mal lieber hier ein bisschen lang. Hier gibt's da bestimmt noch einen Übergang, oder? So, wichtig ist, dass zu Hause ein bisschen was da ist, was mich beschützen kann im Notfall. Im Fall der Fälle, ne, so, kennt man ja. Ich finde das wirklich cool. Ich mache da ein Let's Play, was es so kommentiert auf YouTube ja noch nicht gibt. Ne? Also ich finde das cool. Das ist auch nicht gerade ganz leicht, so eine Echtzeitstrategie-Let's Play zu kommentieren. Mit Gast und so wäre es leichter, weil man mit dem kann dann quatschen. Aber was soll ich euch die ganze Zeit erzählen, wenn ich hier Nahrung und Holz und ein bisschen Gold abbaue, was ich nicht brauche? That's the question und so, ne, Freunde? Aber ich gebe mein Bestes, wie immer. Ich glaube, ich muss doch da unten lang. Scheiße. Ah, das passt mir aber nicht so recht in Kram. Hm.
Na gut, Freunde. Nein, halt. Hey, nicht wegdrücken. Hier so eins und zweimal auch hin hier. Ich muss ja gucken, weil irgendwann, ich glaube, beim Ende letzten Parts, da war es ja so, ist ja schon jetzt ein paar Wöchelchen her. Da waren ja dann, ach genau, da sind sie. Da sind sie, die bösen Männer, Mann. Oh, verdammt. Boah, wo kommt ihr denn alle her, Mann? Boah, fucken Dreck. Boah, fuck. Der muss weg, Freunde. Hilfe! Ihr, tötet den, Mann. Alter, wo laufen die denn hier hin? Alter, Kackendreck, Freunde, was ist denn hier los? Hey, nicht hinterherlaufen! Wenn ihr denn schon da seid, dann geht's hier nicht einen leichteren Weg lang? Das ist ja übel. Ja, ich laufe mal ganz unauffällig hier lang. Hey, da sind welche, Freunde! Abschießen! Fahr uns! Bleib stehen, du Bengel! Oh, dauert nie scheiße. Mann, ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch, aber ist doch klar, ne? Also. Die Maus leckt, Freunde, das ist es. Wow, verdammt. Schießen! Denn die Indianer haben ja ein sehr cooles Feature. Warte mal, ich kann das mal zeigen. Da ist einer verletzt, Freunde. Und da seht ihr jetzt 25, 26, 27. Richtig, die heilen sich von selbst. Aber das können auch nur die Indianer und die Desperados. Die Desperados, die brauchen dafür ein Upgrade. Und das gibt's, glaube ich, auch erst im Add-on. Ich weiß es nicht. Boah, das ist so lange her. Da ist noch ein Handelsposten, Freunde. Attacke! Oh, aber erstmal die Typis. Sam! Du bist down, Mann! Down! Sterbt nicht, Freunde. So, ein bisschen Nahrung ist mal wieder in der Haus. Da kann ich wieder mal Bogenschütze machen. Nachproduzieren ist immer wichtig, Freunde. Vor allem bei den Indianern. Wenn die immer nichts mehr haben, dann sind die halt am Arsch. Ah, die kämpfen da unten schon wieder. Das war gerade nicht so schön, aber naja. Hey, Kuddelre, hoch. Jetzt aber Ende hier, aus. Sitz. Und down. Hey, gib mal Pferdchen. Ich hab einen Bogen, einen Pferdibogen, Freunde. Oh mein Gott, schon muss noch 13 und 11 Leute. Oh Gott, sind die dezimiert worden. So, was sind nochmal unsere Ziele, Freunde? Ich muss ja jetzt mal gucken, ne? Finden uns da schon 5 US-Handelsposten, zweimal schon gekillt. Neue Ulmer, vielleicht neue Wohnhäuser. Häuptling Mr. Little Cow muss, die kleine Kuh muss überleben. Gut. Der heißt doch Little Cow, ne? Ich weiß nicht, irgendwie so. Ich würde ja jetzt gerne nachrutschen, Freunde, mal. Mit einem Dreier-Trupp, weil der hilft mir einfach immer von der Moral her immer so ein bisschen und naja. Moral ist ja immer hier die blaue Leiste, die man natürlich nicht sieht, wenn der Häuptling nicht da ist, ne? Ist, was für eine Erklärung, Freunde, das war ja gerade blöd. Bam, 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 bam. Wir pushen uns mal langsam an hier. Der Häuptling, der muss da jetzt gerade durch ein gefährliches Gebiet. Ich hoffe ja inständig. Ja, lauf mal noch näher an dem Zeltlager da vorbei. Das ist ja nicht so cool und so, ne? Also, das geht ja gerade gar nicht. So, im Fall der Fälle müssen zu Hause halt Einheiten stehen. Stehen so sogar. Oh, du kommst mal. Sammelpunkt. Ach du Scheiße. Nein, nicht den Indianern. Verdammt. Geht weg. Schnell. Boah. Verdammt. Puh, knappe Sache. Aber der Indianer steht da schön mitten in dem Pulk. Ich glaube, da passiert nicht so viel. Wenn doch, denn, dann beißen mich die Wanzen, Freunde. Aber das, nee, das kann ich gar nicht. Wenn der Häuptling verreckt und man stirbt deswegen, obwohl man noch weiß ich, wie viele Einheiten hat, das finde ich kackendoof und so. Ich habe einen Zap, hier mal den Dreier ein bisschen hinten ran. Und da sind sie, Freunde! Und sterbt, Mann! Ah, da ist ein Handelsposten. So, wir können uns jetzt auch mal ein bisschen nähern hier mit der 3. Theoretisch könnte die ja ein little bit mitmachen, aber habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Also links geht's in das Gebiet da oben. Da müsste ich ja auch mal rein, wa? Ich muss ja die Wohnhäuschen kaputt machen. Ich weiß auch gar nicht, was ist denn der zweite Kapitel überhaupt? Das ist schon so lange her, jetzt mittlerweile wieder. Da. So, wo, hallo? Huhu, ist jemand hier? Oh, Fackendreck, Leute. Also, das ist ja... Oh, eins mitmachen, schnell! Und ah, weggekillt. Los rein, Freunde, los, Überfall! Töte die Frauen! Hier gibt's keine Nahrung, Mann. Quill. Töte die Frauen, Omkatokoschonkobakasa und so, ne? Wir haben ja ihre komischen Wörter hier, Freunde, ne? Ah nein, 3 wird angegriffen. 3 schnell hierhin, los, lauft. Boah, das war knapp. Das war knapp, Mann. So, jetzt hier.
Ihr seid schon kräftig am Feiern, so wie der aussah. Ich will! Damit ist der Chief jetzt hier weg. Frau gekillt, so jetzt mal hier alle so mal aufs Hauptgebäude, ne? Ey, wo ist denn die 3? Ach, die spielt schon mit hier, das ist ja interessant. Was, unsere Leute werden angegriffen? Nein! Das ist nicht gut. Ich will down. Geht weg, Mann. Boah, wo wird denn hier dauernd geschossen? Da unten schon wieder. Jetzt ist aber Ende hier. Oh. Achso, das ist mein Häuptling. Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Freunde, boah, die AP gehen jetzt aber ab. Du nimmst mal nebenbei das Pferdchen mit hier, so eine. Und Pounce down. Ihr seid down. So, Freunde, alle Wohnhäuser mal, denn die da oben auch mal. So, alles kaputt hier? Na, Felder wollte ich nicht kaputt machen. Kann man auch, aber ist eigentlich eher unnütz. Obwohl ich es gerne mache, gebe ich zu, um zu zeigen, ich kann deine Felder kaputt machen, ich mach dich platt und so, ne? Also, das kennt man ja. Man will alles zerstören, die Zerstörungswut ist unendlich. Was jetzt? Ran an die Front hier. Wartet denn ihr hier so lange? Fauns, alles kaputt hier. So, dann ist hier noch ein bisschen Einheit und so, ne? Aber erstmal haben wir alle. So, da sind noch 11 verfügbar und da sind noch 8 verfügbar. Na, dann mache ich mal was, Freunde. Zack und zack. Irgendwann kann man die nicht einfach zusammenschmeißen, weil genug gestorben sind. Peinlich. So, jetzt mal hier so ran. Ran an die Front, los, Attacke! Na, das ist ja so ein Cowboy-Typi. Du bist down. Knacks. So, das war's doch jetzt, oder? Ne? Habt ihr jetzt alles putt gemacht? Oder? Ich weiß es nicht. Hallo? Ist hier noch was? Hm, scheiße. Wo kann hier noch was sein? Freunde, wir gucken mal noch hier und da kommt man mit hier. Man kann nämlich auch, wenn man die Einheiten besitzt, also gerade die befehlt hat, kann man auch auf die Minimap hier klicken. Das ist kein Thema, das kann man auch machen. Ein Handelsposten fehlt anscheinend noch, weil sonst wäre jetzt schon da der Schriftzug. Sie haben gewonnen! Ich mag diesen Schriftzug. Bam, 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 bam. Ja, das sieht gut aus. Hier ist noch viel schwarz. Da könnte ich noch fündig werden. Ah, da ist es, Freunde. Attacke! Und down die Scheiße hier. Fatze, fatze, down. Hey, hallo, ich hab doch jetzt alles kaputt gemacht. Ah, sie haben alle eingeschüchtert, dauernd. So, gut, Freunde, ich würde sagen, Schriftzug, na? Sie haben gewonnen! Dum, 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 dum. Ah, schön, Freunde. Ja, das war jetzt natürlich sehr, sehr aufregend. Kein Let's Play, ich hab die meisten Points und hab die anderen Vögel weggematscht hier. Einheit getötet. Blau hat auch nicht zugeschlagen bei uns, Freunde. Die kamen sehr überraschend dazwischendurch und haben uns dann erstmal angegriffen, ganz komisch. Dann sind sie aber trotzdem wieder weggerannt, ey, ich verstehe die Blauen nicht. Na gut, Freunde, auf jeden Fall würde ich sagen, Zeit für meine zweite Mission, die Schlacht am North Platte River. Mal gucken, was heißt denn das? Die sind hier links irgendwo, da oben ist ein Camp Dotke, da ist Fort Laramie und hier anscheinend ein paar Türmchen oder so. Das sagt mir irgendwas, Freunde. Was, Cheyenne, das ist doch ein Gewürz. Was haben die alle für einen Namen? Ist halt crazy. Ich kann kein Blut sehen, Freunde. Nein, Schwachsinn. Dann könnte ich niemals coole Ego-Shooter spielen, wo. Bam, 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 bam. So, Freunde, das heißt wieder Aufbaukram. Oh, wir haben ein Gewehrschützen. Das ist aber geil. Die Räusche sind einfach. Freunde, eine neue Einheit. Guckt sie euch an. Die Speerkämpfer. Sind die nicht cool? Obwohl ich ja Bogenschütze viel cooler finde. Auf dem Weg nach Norden zerstören sie die 4 Flöte-Türme und wirst damit der Treck ihnen schutzlos ausgeliefert ist. Das klingt doch nach Einsatz, Freunde. So, haben wir irgendwo Holzeinheiten? Nee, haben wir nicht. Doch, das sind Holzeinheiten. Gib mir mal die Krieger! Huch, jetzt leckt's hier aber gerade so ein bisschen. Das ist gerade nicht so very nice, ne? So, Holzverarbeitungsdingensgedöns wie immer. Obwohl, eigentlich, nee, wartet mal, Freunde. Ey, geh mal weg. So, Kornspeicher, damit fange ich jetzt mal an. Und zwar, wo mache ich das hin? Ich würde sagen, ja, machen wir es mal hier so hin. Huch, hallo. Mann, warum leckt denn das gerade so? Scheiß Frameskip, ich hasse sowas.
So, ihr könnt ja schon mal so Holz hacken, das interessiert ja keinen. So, darf der jetzt diesmal sterben? Das wäre mal ein bisschen sinnvoller. Missionsziele, ja. Er darf sterben. Gut, Freunde, dann ziehe ich mal zusammen. Obwohl, nee, das mache ich mal noch nicht. Boah, nee, sag jetzt nicht. Ich kriege da mein Maus-Doppelklick-Problem, Freunde. Das ist seit einer Weile so, dass meine Maus einfach doppelklickt, obwohl ich nur einmal was klicke. Das finde ich nicht so schön, das muss ich ja ehrlich sagen, ne? So, jetzt hilfst du dem mal hier. Baut mal eine Holzverarbeitung. Zack. So, ihr könnt ja eigentlich theoretisch schon mal das machen. Er legt die Büffel! So, Freunde, das machen die schon mal und. Ach, hey. Diesmal ist die Map auch ein bisschen größer. Ihr seht, meine Viereck hier unten ist ein bisschen kleiner. Beim letzten Mal war es ja voll fett, das Riesendingensgedöns hier. Ja, das heißt einfach nur, die Map wird größer. Denn der Abschnitt, den wir sehen, der wird kleiner. Boah, 12 Angriff. Ach, viel HP haben die ja echt nicht. 40, das ist ja ein Witz. Die Mexikaner und so haben wenigstens manchmal 70, 80 und die Kanone sogar 100. Oh Mann, Kanonen werden uns auch noch begegnen, Freunde. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen mag ich die Indianer einfach nicht. Die sind ein bisschen lame einfach. Weil die können ja tricksen, aber das können wir einfach noch nicht. Wir sind einfach noch schlecht. Ein neues Gebäude haben wir auch. Das Ausbildung... Ach Quatsch, das Zelt der Alten. Ja, da brauchen wir ein Ausbildungszelt für. Na gut, dann baue ich mal eins. So, tsching, tsching. Baut mal. So. Dann brauche ich ein bisschen Holz, Leute. Einen ins Gold vielleicht. Ah, 800 ist... Nicht so viel, aber wenigstens etwas erstmal. So, und dann drei Frauen. Mach ich auch noch. Ich denke mal, ich werde auch offscreen so ein bisschen zwischen jedem Part. Wenn da Aufbauchancen sind, werde ich das offscreen ein bisschen machen. Weil ich mag das gar nicht, wenn man dann hier ganze Zeit irgendwie an Wirtschaftskram sitzt und so. Das ist doof. Bam, 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 bam. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr habt euch ja gewünscht, dass endlich mal wieder ein Part kommt. Huch, hey, komm, mehr Büffel hier, los. Das ist bestimmt noch mehr Büffel hier. Los, ihr Buffel-Muffel, wo seid ihr denn? Oder wir machen es so Asterix und Obelix-like, wir suchen ein paar Wildschweine. Da sind sie, Freunde. Schön. Bleibt mal hier stehen und dann muss ich mal gucken, wie ich hier meine Tierverarbeitung ankriege, weil sonst müssen die das ewig weit schleppen, da habe ich keine Lust drauf. So, hier könnt noch ins Holz und der letzte, der geht ins Gold. So, schön Ausbildungszelt, dann brauche ich mal eine Pferdekoppel, weil sonst kann ich keine Tierverarbeitung bauen, Freunde. Das, damit ihr wisst, was man was braucht, das ist immer ganz wichtig. So, das mache ich ganz unten hier irgendwo. Da interessiert das kein Schwein. So, hier habe ich auch schon eine Halbwegstruppe. Ich weiß nicht, von wo kommen die Leutchen hier an, ich weiß das immer nicht. Naja, wenn, die werden schon kommen, wenn sie Bock haben und so, ne, also... Wahrscheinlich werden sie mir dann voll ins Knie treten, natürlich nicht, das böse F-Wort, ne, das nutzen wir nicht, Freunde. Mann. Wir sind ja jetzt hier im Let's Play, da gibt's das nicht. So, genau. Tierverarbeitung, Okahel und so, ne? Komm mal her. Ja, hier so hin. Dass ich mich meine Leute wieder einmauere, ist mir schon mal passiert. Dann musste ich die töten, weil sie da einfach nicht rausgekommen sind. Das kann bei Age of Empires auch gut sein, Freunde. Bam, bam, bam. So, hey, hilf mal bauen. Oder wartet mal, Freunde, ihr könnt eigentlich mal was anderes schon mal machen. Obwohl... Nee, baut man ein Zelt der Alten, das ist cool, das dauert auch ein bisschen. Ach du Scheiße, dafür habe ich gar nicht genug Gold. Haha, Scheiße. Was macht er denn dann? Ein Wohnzelt, Freunde, braucht man nämlich auch bald wieder. Guckt euch das an. So schnell ist der Wohnraum voll. So, du baust schon mal das erste Feld, das ist immer wichtig. Pam, pam, pam. Tschakka, pam, tschakka, pam. Ey, komm, werd mal fertig hier, Alter. Vita Sipa. Halamaya, Halamalamalamat, was, du hast Malaria, Malaria, das ist aber schlecht. Ja, die Indianer haben leider keine Ärzte. So, du bist jetzt fertig, du kannst mal ein zweites Feld bauen. Oh, hey. Und du machst mal ein drittes. Ja, wir können ja erstmal ein Kreuzsystem machen. Und das mache ich immer grundsätzlich erstmal. So, zwei Frauen noch, die Felder bestellen. Ihr zwei seid am Bauen, ihr könnt mir noch ein drittes mal schnell herstellen. So, dann ein zweites Goldmannekicken wäre dann... Mannekicken. Jetzt habe ich übrigens den alten Begriff hier ausgepackt, Freunde. Den kennen viele von euch, glaube ich, gar nicht mehr. So, was wir dann auch mal machen können, sind schon mal die ersten Bogenschützen, Freunde. Jetzt kann man auch berittene Bogenschützen machen. So wie die Speerkämpfer, die kosten das erste Gold. Das heißt, hier kann man das Gold, was man kriegt, auch endlich mal gebrauchen. Zeit wird's ja. So, ihr beschützt mal die Ausbildungszelle. Lauft mal ein bisschen nach vorne. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich den Part nicht gestartet. Naja, es wird, also ich habe ja gesagt, bei Amerika mache ich sowieso so über 20 Minuten Parts, weil 15 Minuten Parts, da schafft man einfach nicht viel. So.
ihr habt jetzt alles geschafft hier, mehr gibt's wahrscheinlich nicht. Aber ihr könnt mal schon mal den Speer spielen und mal ein bisschen umgucken. Ist hier noch irgendwo Zusatzgold? Gold! Gold! Gold ist wichtig, Freunde. Also, wenn man es gebrauchen kann, dann sollte man es sich schnell einverleiben. Ah, schön. 1000 haben wir dazu. Das ist schön. Da kann man sich mal so einen schönen Trupp von Speerkämpfern machen. Der ist ganz gut eigentlich. Weil, versucht auch nicht zu mischen, weil das ist doof. Denn rennen die Speerkämpfer immer vor. Die Bogenschützen bleiben allerdings hinten stehen. Das ist mal so eine Kackmischung irgendwie. Wenn, dann mache ich lieber einheitliche Trupps. So, hier 4. Dann machen wir auch nochmal 2. Dann haben wir hier noch ein bisschen verstärkt. Ihr werdet mal ein bisschen Kater kundschaften, damit ich schon mal ungefähr anrechnen kann, von wo denn die Mistherren kommen wieder. Weil mit Angriffen, Freunde, damit müsst ihr immer rechnen. Das geht gar nicht anders. Nur hier wird ein bisschen mehr. Dann laufen wir hier noch so ein bisschen den Berg runter. So. Ja, hey, ja, hey, ja, hey. So, ihr kommt schon mal mit und du auch. Und zack und bam und ihr seid schon mal die 1. Das ist schon mal gut immer erstmal. Ist so ein kleiner Mini-Trupp, Freunde, der rettet einem für 2 Sekunden den Arsch. Länger allerdings muss man denn aufpassen, ne? Wasch dir da, oh ja, genau, wasch dir das Gesicht irgendwie. Ich finde immer cool, was die immer quatschen irgendwie. Bam, 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 bam. Ob sie dafür echte Indianer genommen haben? Ja, das ist so voll die bekloppte Frage, Freunde. Ich mache mal 3 Pferde nebenbei, weil ich glaube nicht, dass ich diese entfernte Goldmine abtragen kann, indem ich hier einfach Goldleute hinschicke. Da werde ich euch dann eine neue Technik zeigen, wie man das dann ein bisschen leichter über die Bühne bekommt. Weil das müssen die ja mit ihrem Gold da ewig lang schlendern, ne? Das ist doof. So, dann mache ich schon mal 2, 3 Speerkämpfer. Und noch einen Bogenschützen oben auf. So, jetzt haben wir auch bald genug Gold. Das heißt, ich kann ein Zelt der Alten machen. Wuhi! Ja, stellt euch schon mal hier hin. Eigentlich könnt ihr auch noch eine 2. Pferdekoppel machen. Das stört eigentlich nicht. Ah, genau. Passt. So, die kloppen gut Holz. Das ist auch mal schön nice. Freut mich, glaube ich, muss den Part auch schon wieder langsam beenden. Das kotzt mich so an. Da habe ich eigentlich mit meinem Part könnt viel länger zocken und denn sowas hier. Ich habe auch schon eine von einem von euch einen Kommentar gelesen, ihr würdet gerne Amerika als Lösung benutzen. Das finde ich übelst lustig. Also, dass ihr mich dafür nehmt, dass ich euch eine Komplettlösung für das Spiel gebe, mehr oder weniger. Was eigentlich ziemlich blöd ist, weil ich bin eigentlich ziemlich schlecht, muss ich sagen, in Echtzeitstrategie spielen. Ich würde gerne euch mal was zeigen, weil ich erzähle mal was. Ihr habt ja mitbekommen, wer das Minecraft-Video von mir gesehen hat, dass da eine Mutti-Town existiert. Das heißt einfach nur, meine Mama spielt Minecraft, weil sie das ganz lustig findet. Und die spielt nicht nur Minecraft, die zockt genauso Age of Empires. Und wir haben gesagt, wir machen dieses Wochenende mal wieder. Das ist auch für euch dieses Wochenende, wenn ihr das Video dann pünktlich seht. Ja, weil wir mit der Age of Empires gegeneinander spielen, weil über Internet vernetzte PCs, die lassen sich gerade. Boah, jetzt leckt schon wieder, Freunde. So, mal gucken, was ist denn hier hinten noch so? Hier hämmern irgendwelche Leute Holz, das gefällt mir gar nicht. Es könnte ja ein Amerikaner aus dem Gebüsch springen, ne, Freunde? Oh, wir haben schon wieder mal Wohnmangel, das ist natürlich schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal irgendwo eine Wohnzelle. Hallo. Da läuten die Glocken, Freunde. Da, da, da. Oh, ein Zelt der Alten können wir auch noch so machen. Aber erstmal Wohnraum. Wohnraum geht vor. So, ein Einzeltrupp haben wir schon mal fertig. Den werde ich nachher ein bisschen auseinanderruppen. So, ich werde jetzt noch ein bisschen Spiogen spielen. Und ihr könnt dann, denke ich mal, zu Part 3 pünktlich mal ein bisschen mehr von der Map sehen. Vielleicht, naja, okay, die ersten Kämpfe, da werde ich dann sowieso Pause machen, damit ihr die dann Anfang des Parts sehen könnt, weil Kämpfe ausschneiden ist doof. So. Das sieht doch schon ganz nice aus. So, ich glaube, mir. Ah, hier ist schon. Ach, ihr seht grünen Zaun. Das ist ja interesting. Na, stellt euch mal hier hin, da kommen sie bestimmt naja durchgehuscht irgendwie. Also darauf einstellen, dass auch da hinten irgendwelche Leute kommen. Hey, hey, hey. Dip, 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 dip. So. So, nochmal hoch. Oh, wir haben nicht genug Nahrung. Das ist aber schlecht. Hey, schleppen mal ran. Danke, jetzt kann ich noch einen dritten machen. So, dann baut mal das Zelt der Alten. Das ist fällig, weil da, Freunde, da kann man nämlich was sehr Cooles machen. Das zeige ich euch. Aber würde ich sagen, doch, ja, ich habe jetzt eigentlich, ja, ich denke mal, ich habe jetzt mal wieder einen ordentlichen, schönen Part Amerika packen für euch aufgenommen. Oh, meine Goldmine ist gleich leer. Oh, das ist schlecht. Also, Freunde, im nächsten Part gibt es dann wieder viel Neues zu entdecken. Was können wir im Zelt der Alten machen? Wie werde ich das Gold da oben abbauen? Die Amerika kennen, die werden es wahrscheinlich wissen. Meine anderen Let's Play-Gucker, die jetzt so eher auf die Nintendo-Reihe gucken, die werden es vielleicht nicht wissen. Und interessiert es aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Bam, 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 tschakam, bam. So, na, Freunde, hier gucke ich mal im nächsten Part, bevor ich jetzt hier offscreen jemand auf mich auffällt, da habe ich keine Lust drauf. Ich bleib aber hier stehen, für den Fall, dass ich
so eine Art Frühsystem hier mal so hingebacken bekomme. Ein paar Wohnzelter werde ich auch noch bauen müssen, weil... Naja, ihr seht, es ist gerade ein bisschen overquested. Oh, nee, das habt ihr jetzt nicht gesehen, Freunde. Hehe. Also, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part zu Amerika. No Peace, Beyond the Line zu Part 3. Also, macht's gut, Freunde. Haut da rein und ciao.